Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. Und ja, endlich geht's wieder weiter. Letztes Mal habe ich gesagt, ja, ich will jetzt wieder öfter aufnehmen, habe ich doch nicht gemacht. Aber egal, ich zocke jetzt wieder weiter. Ich habe irgendwie Bock gekriegt, mit der Magie des Feuers zu spielen. In der Testaufnahme eben sind mir gerade zwei Splicer entgegengerannt. Kann ich jetzt nichts für. Die muss ich töten. Einmal Medipack nehmen und hier rein. Da wollte ich mir doch, glaube ich, rein. Hitzeverlustmonitor. Ist es hier Lava? Lava? Habe ich schon mal angemerkt letztens, dass wir sau wenig Munition haben? Glaube ich schon. Oh nein. Oh nein, ich ahne Böses. Ich habe eben jemanden Regen, ne? Und die Dinger sind hier umgeschmissen worden. Die haben alle nichts dabei. Oh mein Gott. What the fuck? Stirb! Du bist hässlich! Was habe ich gemacht? Jetzt habe ich noch ein Medipack für dieses kleine bisschen da angewandt. Stell dir den Willen vor, den man braucht, um so einen Ort zu erschaffen. Was hast du gebaut? Ich. Du kannst nur plündern und zerstören. Du bist kein Mensch. Doch, ich bin ein Mensch. Sei still, Andrew. Ich bin ein Mensch. Sobald ich hier stehe. Gib mir Kugeln. Komm wieder, wenn du Geld hast, Kumpel. Das war mir klar, dass er wieder das rauskommt. So. Big Daddy, wo bist du? Fang ein bisschen zu träumen, Mr. B. Hä? Wo ist der? Wo ist eine Leiche? Hä? Den musst du... was liegt denn da unten? Nein, das nicht. Wie tue ich... keine Ahnung. Ich erzähl dir mal was über diesen Keyboards und die ganzen anderen Universitätsfuzis. Die sind ja so schlau. Meinen sie jedenfalls von sich. Also, ich hab dem Typ letzte Woche ein paar Drinks eingeflößt. Und auf einmal erzählt er mir, der Schlüsselcode zu seinem Büro wäre das Datum des Australia Day. Also gehe ich jetzt jede Woche ganz vorsichtig rein und nehme mir ein paar Piepen aus der Kasse. Der Australier kriegt das nicht mit und ich sag's ihm bestimmt nicht. Er hat echt eine Menge verrücktes Zeug. Vielleicht, vielleicht werde ich eines Tages gieriger. Okay, Australia Day, wann war der? Keine Ahnung. Ja gut, ich fotografiere euch mal kurz. So, was gibt man dafür? Jockey, du glaubst immer noch, du kannst ihn besiegen? Geil, er hört ja massiv den Schaden. Der Rohrzange, aha. Sehr cool. Spielerkanal. Kontaktminen nehmen wir mal. So, du musst jetzt dran glauben, Big Daddy. The fuck?
ist das, ein Bug jetzt? Dass er einfach nur da rumsteht? Oh. Okay, jetzt kommt er. Er ist tot. Ich rette dich gleich. Retten! Das habe ich mir ja geschworen. Bei Bioshock 1 werde ich jedes Kind retten. Danke, Mister. Bitte, bitte, bitte. Bitte, Kleine. Tschüss. Immer schön deine Socken anziehen. Kriegst du noch eine Entzündung irgendwo. So. Wir sollen hier runter. Gut, dann. Stirb! Komm mal. Doofer Heinz, Alter. Was hat denn der hier gemacht? Guten Tag. Du lebst aber nicht, ne? Nee. Okay. So böse ist das Vieh nicht. Einfach mal alles getrunken. Kann ja nicht schlecht sein. Der ist natürlich böse. Boah. Da ist er. Du wirst. Da bist du tot. Doofe. Mensch. Trennschalter ist hier drüben, jawohl! Wo? Warum kann sich Ryan nicht selbst um diesen Scheiß kümmern? Weil Mr. Ryan Wichtigeres zu tun hat, als für Loyalität in seinen Reihen zu sorgen. Bestell Fontaine schöne Grüße, du dreckige Ratte! Alter! Hecken. Hat ihn einfach umgebracht. Das letzte Stück von dir gefressen hat, wird Ratcher wieder auferstanden sein. Ich werde die Parade anführen. Wer war denn das, werden sie fragen und auf die traurige Figur zeigen, die an meiner Wand hängt. Wer war das? Ich habe Mr. Ryan angefleht, Fontaine Futuristics an die Leute von Atlas zu übergeben, als eine Art Friedensangebot. Aber dieser Mistkerl nimmt einfach keine Vernunft an. Nein, er spleist und manipuliert die Massen immer schlimmer, gibt ihnen immer stärkere Plasmide. In Rapture findet ein regelrechtes Wettrüsten statt. Nur geht es nicht darum, wer die besseren Kanonen oder Bomben baut. Es geht darum, wer schneller vom Menschen zum Ungeheuer werden kann. What the fuck? Überall Lava-Röhren. Brauchen wir nicht. In Genbank lagern, bitte. Ich hab die Kleine, die heute in den Laden gekommen ist, nicht erkannt. Hatte eine Mordsoberweite und war ganz schön aufgedonnert. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug gefragt. Ich habe einen auch schwer von Begriff gemacht, aber sie hat mich durchschaut. Nachdem sie mich dann vernascht hat, habe ich ihr die Wegbeschreibung zu Keyboards und den Werkstätten gegeben. Rapture ist wohl nicht mehr zu retten, aber manchmal ist die große Kette noch ganz gut zu gebrauchen. Okay. Such den Hitzeverlustmonitor. Alles klar. Jetzt kommen uns bestimmt Gegner entgegengesprungen noch. Oder? Oder? Ne, Andrew Ryan. Ein Mann baut eine Stadt auf dem Meeresgrund. Das ist ein Wunderwerk. Ein anderer Mann ist zufällig an Bord eines Flugzeugs, welches genau über dieser unterseeischen Stadt abstürzt. Und das... Das ist wahrlich das viel größere Wunder. Ja, warum ausgerechnet ich? Und ich gehe dann auch da rein. Und komm zufällig auch noch an Atlas. Sein Licht dringt sogar bis in die Finsternis.
Du willst hochkommen? Ach, das habe ich schon abgeschlossen. Die können gar nicht mehr erforscht werden. Was ist denn hier unten? Muss ich hier sogar lang? Ja, ich muss hier sogar lang. Oder? Nee, ich muss. Keine Ahnung. Wir hören uns das erstmal an. Eine Stadt auf dem Meeresgrund errichten, welch ein Irrsinn. Aber wo sonst konnten wir uns aus den Klauen der Parasiten befreien? Wo sonst hätten wir eine Kunst entstehen lassen können, die nicht zensiert wird? Eine Wirtschaft aufbauen, die nicht kontrolliert und eine Gesellschaft erschaffen, die nicht zerstört werden kann? Es war nicht unmöglich, Rapture auf dem Meeresgrund zu bauen. Es war unmöglich, es irgendwo anders zu bauen. Ja, das stimmt. Da muss ich ihm recht geben, weil sowas kann man nicht einfach irgendwo anders hinbauen. Da würde jeder Politiker gleich mal austicken. Also das geht doch nicht. Nee. Ne? Dann würde die Merkel das sagen. Ne, das geht doch nicht. Wir sind hier oben. Also müssen wir auch hier oben bleiben. Sonst haben hier über kurz oder lang die Parasiten. Was suchst du das Besondere? Was kann ich jetzt hier noch holen? Ja. Ranchlacke, was ist das denn? Guck mal, haben wir mal hier Kampftüren gekommen. Ach mal, haben wir jetzt massiven und großen Schaden an Dings. Ne? Ich saver. Nee. Ja, sonst gibt's eigentlich hier nichts Gutes. Oh, hallo. Hände hoch, Hände hoch! Nee, nix Hände hoch. Du Hände hoch. Hände hoch. Wo ist deine Knarre hingefallen? Da. So, wo müssen wir lang? Da hoch. Hier steht noch was. Mein Knie juckt. Jetzt nicht mehr. Mr. Bubbles, wo bist du? Hier oben irgendwo. Den holen wir gerade. Wie viel will noch ein? Ja, dann haben wir ja auch schon alle. Sie singen himmlisch im Chor. Hallo. Wir sollten dann. Bum. Bum. Aua. Wow. Bum. Bum. Ich muss nachladen. Ist doch nicht. Huch. Hi. So. Das war doch mal was. Dich retten wir wieder. Diese Hasen zu Hause, meine Danke. Kleine. Willst du mitkommen? Danke. Willst du mitkommen? Nein? Hey, lauf doch nicht weg. Lauf doch nicht weg. Hallo? Nein, nicht da reingehen. Nein. Oh, niemand will meine Hasen. Süßer Engel. Tschüss. Hier rein. Werkräume. Über Lava jetzt hier irgendwie. Ziel erreicht. Gehe zu Kyburts Werkräumen. Wow. Ich gehe mal hier weg. Hier ja, nix. So. Hier liegt nach. Ey, du hast eben nachgeladen. Wie schnell kannst du verdammt nochmal nachladen? Tumorfresse. Hey, ich will da hin. Hm.
Alter, da schreit er so. Verarschen. So. Nichts drin. Warte mal, wo geht's hier lang? Das können wir da mal hinstellen. Autohacker auf jeden Fall. Nee, ist nix. Ist doch gemein. Das Spiel ist gemein. Okay, also hier geht's. Oh. Oh. Was haben wir drin, ne? Na super, den Schrot habe ich ja schon eingekauft. Das passt. Oh. Was machst du denn da drin? Haben dich die bösen Buben da eingesperrt in den Spind. Hä? Hä? So, dann gehen wir jetzt mal... Oh, hallo. Dollar. Gehen wir mal hier runter. Das ist nicht sehr gut. Nein, überhaupt nicht. Aua. Dann kann ich ihn nicht kaputt machen. Oh, der ist gleich kaputt. Ja, der sieht mich nicht. So. Hallo. Sag mal nach. Ich bin der Meinung, ich brauche die jetzt hier nicht. Vor allem, ich brauche die doch nicht. Nein. Toll. Da ist bestimmt tolle Sachen drin. Komm, ich hack die jetzt. So. So. Komm, das langt, die Sachen, die Teile lang. Fertig. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt hier? Mal weg. Eigentlich wollte ich die nicht nochmal anheften. Aua. Nein, nein, die Musik. Nein, ihr hört die nicht. Letztes Mal habe ich schon eine Urheberrechtsverletzung gekriegt dafür, wie doofe Musik. Mann! Kaputt! So. Ich muss jetzt ein bisschen... Sag mal... Kann doch nicht sein. Aua. Gibt's doch nicht. Total schöne Musik. Ich muss drüber reden. Sonst ist da wieder so eine komische Dame, die dann sagt, die total alt ist und ihr das Lied gehört. Oh yeah. Toll. Ja, gib mal deine Teil. Haben einige beschlossen, sich durch unvorsichtiges Splicen selbst zu vernichten? Zweifellos. Aber ich werde keine Verordnung herausgeben. Aua. Ich werde kein Gesetz erlassen. Die große Macht, die große Kette der Schöpfung bewegt sich langsam, aber dafür weise und umsichtig. Unsere Ungeduld öffnet dem Parasiten Tür und Tor. Und wenn man ihn erstmal hereingelassen hat, wird er nicht mehr aufhören, die Stadt von innen aufzufressen. Ich will da ran. Das ist Nitroglycerin.
kann man aufheben. Wie bekomme ich das auf? Weißt du's? Wie bekomme ich das auf? Jetzt mal ehrlich. Ja, keine da, ne? Hallo? Was machen Sie denn hier? Hm. Kleine Kinder? Ich befolge alle seine Gebote. Nicht schön. Chemowerfer. So. Was haben wir denn jetzt hier schon wieder? Überall liegen Sachen rum. Echt heftig. Wie viele Leute den Rapture liegen lassen. Oh, ein Big Daddy. Das lassen sie auch liegen. So, du hast ein Tagebuch dabei gehabt. Was für ein bescheuerter Traum. Irgend so ein Obstbaum hat sich gedreht wie der Deckel auf einer Flasche und Saft in Ryans Kehle geschüttet und das Schwein erstickt. Aber als ich näher hinsah, war es gar kein Baum. Es war die Kernsteuerung dieses Dings da, das die Magnetschlösser an Ryans Tor speist. Man kann die Energiezufuhr nicht unterbrechen, sie kommt direkt aus den Vulkanschloten. Ryan bekommt immer seinen Saft. Wahrscheinlich könnte man den Hurensohn darin ersäufen. Also muss man die Magmazufuhr abstellen. EMP-Bombenhöhle, Alter. What the fuck? Damage Research. Mache deine Forschung effizient mit Damage Research. Führe Analysen durch, wie du sie nie für Möglichkeiten hast. Erhöht den Schadensbund durch Forschung. Ja, nee. Brauchen wir jetzt nicht. Erstmal das. Das Grundgehäuse ist fertig. Ich habe eine Ladung Nitroglycerin in meinem Büro. Die verwenden wir als Initialzünder. Jetzt brauche ich 4 abgeschirmte R34-Kabelbrücken, um den Schaltkreis zu umgehen. Eine halbe Dose Ionengel, das gibt der Mischung erst richtig Zunder. Das müsste den Kern in den Nachbrennermodus versetzen, so zu einer Überspannung führen und den Überlastschalter an Ryans Tor auslösen. Soweit die Theorie. Entweder es klappt wie am Schnürchen oder halb Rapture fliegt der Ball in die Luft. Toll. Naja, wer nicht wagt. Der nicht gewinnt. Okay. So spricht Gott, der... Hä? Ja, ich hab doch hier nicht die nötigen Teile. Ich kann die doch nicht mitnehmen. So, gucken wir mal auf die Map. Ziel. Finde Quadrenkons Iongel 2. Die zurigen Ladung und finde 4 R34 Drahtbündel. Das machen wir mal. Ich will es nicht als. Kriege ich jetzt nicht als Ziel festgemacht. Judas? Aber hallo. Hallöle. So, der Part ist aber schon lange vorbei, deswegen sage ich bis zum nächsten Mal bei Bioshock.